Michael Ritsch, in Bregenz findet am Wochenende jetzt der Christopher Street Day statt. Das ist auch ein wichtiges Zeichen gegen Hasskriminalität, gegen die Community. Was kann denn die Stadt Bregenz hier tun und wie wird da reagiert, wenn es zu solchen Fällen kommt? Ja, es war uns sehr wichtig, dass einen Monat nach meiner Angelobung wir eine eigene Dienststelle geschaffen haben. Das ist die eigene Dienststelle, gibt es nur in Wien und in Bregenz. Und ich glaube, einer Landeshauptstadt kommt auch eine wichtige Funktion zu. Wir haben einen Mitarbeiter, wir haben ein Budget, wo wir auf diese Sachen aufmerksam machen. Und ich sage immer, Liebe wird immer stärker sein wie Hass, aber es gibt eben noch in der Bevölkerung sehr viele, die mit der LGBTIQ-Community sich sehr schwer tun. Und für mich war ein bewegender Moment letztes Jahr, wo auch zum ersten Mal im historischen Stadtvertretungszimmer ein homosexuelles Paar sich das Ja-Wort gegeben hat, was eigentlich normal sein sollte, weil es ist doch jedem sein Recht, so zu leben, wie er möchte. Und mit dem CSD Pride-Wochenende wollen wir auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen und darauf aufmerksam machen. Und ich finde, es sollte eigentlich normal sein, dass jeder so lebt, wie er möchte. Man erinnert sich noch recht gut daran, an die Zerstörung, an die Inbrandsetzung und in den Seewerfung, wie man sagen kann, von den Regenbogenfahnen und Bänken hier im Bregenz. Ja, wir haben immer wieder gesagt, wir werden ein klares Zeichen setzen. Wird eine Fahne verbrennt, werden wir neue Fahnen aufhängen. Wird eine Bank zerstört, werden wir zwei neue Bänke aufstellen. Es kann einfach nicht sein, dass eine Gesellschaft zu solchen Mitteln greift, wenn es darum geht, Meinungsfreiheit zu haben. Und Bregenz ist eine moderne, tolerante, offene Stadt und das wollen wir zeigen. Und da lassen wir auch von dieser Minderheit, die zu solchen Mitteln greift, uns nicht nervös machen, sondern setzen ein klares Zeichen. Sie selbst werden wahrscheinlich auch beim Pride-Wochenende vorbeischauen. Selbstverständlich. Es macht mich stolz, dass aus ganz Österreich, Schweiz und Deutschland sehr viele Menschen nach Bregenz kommen werden. Man darf ja auch nicht vergessen, dass gerade diese Community auch eine Community ist, die für den Bregenzer Handel, für die Gastronomie und auch für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor sind. Und man soll es nicht immer nur so quasi auf die Lebenseinstellung nehmen, sondern wie gesagt, ich bin der Meinung, jeder darf lieben, wen er möchte und das ist auch gut so. Die SPÖ Vorarlberg und der Verein Soho, die setzen jetzt mit dem CSD Vorarlberg auch in Verbindung ein Zeichen gegen Hasskriminalität. Wie ist denn die Situation in Vorarlberg, was das angeht? Wir hatten in einem Jahr ca. 300 Meldungen zum Thema, also Anzeigen zum Thema Hasskriminalität. Aber man muss dazu sagen und man muss wissen, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. 80-90% der Menschen zeigen das gar nicht an. Was uns ganz wichtig ist, ist auch, dass wir uns zeigen, dass wir stolz sind und dass wir uns auch Diskussionen stellen. Vorarlberg ist ein sehr konservatives Land. Noch 2017 hat die ÖVP im Landtag die Ehe für alle abgelehnt, bis auf eine Abgeordnete. Und ich glaube, in den Köpfen ist da noch nicht so viel passiert, wie man meinen möchte. Also ich glaube, stolz sein, hinstehen, zeigen, aber auch unangenehme Diskussionen nicht scheuen. Da ist also das Pride-Wochenende hier in Bregenz auch mit dem Christopher Street Day ein wichtiges Zeichen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Man wird öffentlich und zeigt auch, dass es nichts Schlimmes, wir haben nichts zu verbergen. Und wichtig auch, dass viele Menschen dahinter stehen können, ist eben auch dieses Öffentlichwerden, nämlich hinstehen und sagen, wir sind anders, aber wir lieben uns oder wir leben anders und das ist nichts Schlimmes und bedroht ja niemand anderen, der anders ist. Mario Lindner, Sie sind der Bundesvorsitzende von Soho. Der Christopher Street Day, der ist ja hier in Bregenz als letztes sozusagen als Schlusslicht der Bundesländer, ist aber ein wichtiges Zeichen. Ist definitiv ein wichtiges Zeichen. Wir sind sehr stolz darauf, dass es heuer in Österreich das erste Mal die Möglichkeit gegeben hat, dass man wirklich in allen neuen Bundesländern Christopher Street Days, beziehungsweise wie man in Wien sagt, die Regenbogenparaden abhalten können. Und den krönenden Abschluss macht morgen Bregenz und auf das sind wir sehr stolz. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Situation aktuell in Österreich zu sehen, besonders auch was das Thema Hate Crimes angeht? Wir merken leider, also seit dem Jahr 2020, wo das Innenministerium statistisch Hasskriminalität erfasst, dass leider von Quartal zu Quartal die Zahlen mehr werden.
Und wenn wir jetzt von Vorarlberg ausgehen, da gibt es ca. 300 dieser Hasskriminalitäten, wobei die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher ist. Also man geht davon aus, dass die Dunkelziffer um 80% höher ist. Also leider eine sehr schlimme Entwicklung, die, wo man da gerade sagen, wo, glaube ich, die Politik wirklich auf Bundes-, auf Landes- und natürlich auch in die Städte und die Gemeinden entgegenwirken muss. So gesehen ist also dieses Pride-Wochenende hier in Bregenz ein buntes, lautes, positives Zeichen für die Community, damit wir wieder zum Positiven kommen? Vollkommen richtig, aber was es auch ist, Pride ist immer eine politische Veranstaltung. Also das ist ganz wichtig zu sagen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen das auch, weil oft entsteht der Eindruck, das ist irgendwie nur eine ganz große Party. Nein, das ist es nicht. Da geht es wirklich um das, dass man die Lebenssituation und die Lebensrealitäten von Menschen verbessern will. Und um das geht es morgen übrigens. Was wären denn hier die wichtigsten Punkte? Also ein ganz großer Punkt, den was wir noch machen müssen, ist der Diskriminierungsschutz im privaten Bereich. Es ist immer nur möglich, dass zwei Frauen, die sie zum Beispiel in einem Lokal küssen, ausgekaut werden können, dass zwei schwule Männer aus dem Taxi ausgeschmissen werden können, dass sie Wohnungen, also dass queere Menschen Wohnungen nicht bekommen. Und da braucht man dringend diesen Diskriminierungsschutz im Gesetz, auch für den privaten Bereich. Ein Gesetzesvorschlag der SPÖ liegt im Parlament auf, er braucht immer beschlossen werden. Es gab aber in den letzten Jahren auch viele positive Entwicklungen in dieser Richtung. Es gibt natürlich immer positive Entwicklungen und bei der Pressekonferenz hat gerade der Bürgermeister von Bregenz gezeigt, was Gemeinden machen können. Oder ich erinnere 2014 an den Sieg von Conchita beim Eurovision Song Contest. Also das waren positive Zeichen. Oder wenn man sich anschaut, jetzt bleibe ich wieder bei den Regenbogenparaden in Österreich. Wir haben heuer in Wien zwischen 250.000 und 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Also die Sichtbarkeit ist also wichtig und das probieren wir durch solche Veranstaltungen zu zwingen. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein tolles Pride-Wochenende hier im Bregen. Vollkommen richtig und ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern jetzt schon viel Spaß.